Wie heisst dich denn du überhaupt? Ich, Daniela Ettlin. Daniela Ettlin? Ja. Und kommst du viel Schleifschwänze daher? Ja. Ja, sehr viel. Oder in der Welt? Ja, also immer. Also in einer Woche bin ich 6-mal auf Mies. Also manchmal haben wir einen Tag 2-mal. Was? 6-mal in der Woche? So viel? Ja, dann manchmal 2-mal. Also etwa so 9-mal bin ich auf Mies. Ja, einfach so zum Schleifschwindeln. Nein, zum Trainieren. Ja, zum Trainieren. Was trainieren? Ich mache Eiskunstläufer. Ja, was? Du bist ein Eiskunstläufer? Ja. Ja, sicher. Oh, ja. Ja, weißt du was? Ich muss jetzt leider den gerade wieder gleich haben. Ich würde dich gerne noch mal treffen. Warte mal. Oh, da kommt ja gerade der Gary. Urbi, was hast du gemacht? Ja, wir sind zusammen. Du bist jetzt ein Sali, ich bin der Gary jetzt gewohnt. Nicht? Ist das deine neue Freundin, oder was? Ja, kann man eigentlich sagen. Ja, ist Daniela. Freut mich, hoi Daniela. Sie ist Eiskunstläuferin. Oh, das ist aber interessant. Du, Daniela, könnte ich mal einen Artikel schreiben über dich für die Zeitung? Oh, ja, dann könnten wir uns ja treffen. Genau, wann wollen wir abmachen? Ja, hast du denn Zeit? Gut, dann schreibe ich auf. Heute in einer Woche treffen mit Daniela. Oh, nein. Sagen wir gerade bei dir in der Garderobe. Ist das gut? Okay. Ciao, Daniela. Wir müssen jetzt weiter zum Hans. Der wartet drauf. Also, dem Fall. Tschüss. Also, ciao. Ciao. Tschüss. Wo ist sie? Wir finden sie sicher. Bin ich da vorne? Ja, ich gehe mal schauen. Nein. Oh, nein. Hi, ja, schau mal. Hi, Daniela. Hi, du. So, jetzt. Sali, Daniela. Ich bin der Gary Eskondi. Ja. Wir haben ja dich getroffen, als wir mit dem Herrn Jordan da waren. Du, ich würde gerne einen Artikel schreiben über dich für die Zeitung. Komm, hast du denn ein schönes Kostüm? Ja, danke. Ja, Beinjäckchen und ein rosa-rotes Mäschli im Haar. Hast du gesehen? Ja, ist wunderhübsch. Ja. Stellst du die Fragen für das Interview? Ah, oh, ja, gerne. Also, wollen wir anfangen? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Ja. Daniela, wie alt bist du? Ich 9. 9? 9 Jahre. Und, Daniela, wann bist du das erste Mal auf den Schleifschuhen gestanden? Weißt du das noch? Als ich 5 war. Mit 5 Jahre. Und dann, wann hast du denn angefangen, so richtig Eiskunstlauf zu trainieren? Vor 2 Jahren habe ich bei meiner Trainerin bei der Frau Gieser Lektionen genommen. Vor 2 Jahren? Ja. Und hast du gerne Jockey? Ich? Ja, sehr. Ist das eine wichtige Frage, Mutti? Ja, das ist sehr wichtig. Und hast du auch ein bisschen Angst, wenn es draussen donnert und blitzt? Es geht. Nicht so? Aha. Also wenn es dunkel ist, finde ich es noch lustig. Und warte, genau. Wie viel Mal in der Woche musst du denn trainieren? Also, ich bin fast täglich auf Mies, aber wir haben immer einen Freitag in der Woche. Einen Freitag? Ja. Oh, hast du gesehen, wie sie hier ganz super schön gebunden hat? Und sogar die Schläufe hat sie verschlaufen hier unter dir. Warte, jetzt weiss ich noch mal eine Frage. Hast du denn auch schon einen Wettkampf gemacht? Ja, ich habe schon recht viel gemacht. Du. Sicher? Ja. Ja, und auch schon richtige Schweizer Meisterschaften? Ich? Nein. Das noch nicht? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das kommt dann sicher auch noch. Ja. Du, dürfen wir jetzt dir dann zuschauen, mal, wie du ein richtiges Programm vorlaufen tust? Sagt man eigentlich Eiskunstlauf oder Eiskonstanze? Eiskunstlauf. Laufen. Aha. Wieso gehen wir jetzt hier hoch, Daniela? Ich muss zuerst noch ein bisschen warm laufen. Ah, hast du gehört, Murni? Warm laufen. Also, wir schauen dir zu. Hä? Oh, schau mal, du. Hi. Meinst du, Murmi, wir können auch mal je eine so gut ins Kunst laufen? Schau mal! Hoi, super! Das war aber ganz toll. Bist du jetzt warm? Ja, jetzt bin ich warm. Richtig heiß. Los, dürfen wir jetzt so eine Vorstellung schauen von dir? Wie heisst die? Kür, gell? Ja. In der Halle drin? Ja. Hey. Ist das schwierig, diesen Sonntag? Nein, besser, wenn es dreckig ist. Du. Ah, ja. Daniela, wir stehen am besten hier durch und du kannst uns vorlaufen. Ist das gut? Ja. Ich mache dann noch ein paar Fotos. Okay, wir gehen an den Rand. Sehr gespannt, wie das wird. Komm, Murmi. Sehr gespannt bin ich
Liter. Das ist ganz toll sein. Du dreh gratulierst. Spitzenmäßig. Ich habe schon gerade ein bisschen Mühe. Ja, es geht. Kann ich schnaufen? Muss schon. Du, musst du auch neben dem Eis trainieren für da? Ja, mit den Buben Eishockey spielen. Sogar Eishockey spielen, hast du gehört? Eishockey ist doch das Gleiche mit Schutten, aber einfach... Mit einem Stock und mit einem Böck. Weißt du was? Ich spiele den Goalie. Machen ein Penalty-Schiessen auf Sel Goal dort. Ich gehe ins Goal und die Buben kommen mal. Wir machen das mit. Ja. Hoi zusammen. Ihr geht mit dem Murmi Goal schiessen, ich gehe ins Goal. Okay? Bis gerade. So, ich gehe ins Goal. Achtung. Oh. Der ist rein, der ist aber schön scharf gewesen. Gary, hä? Bist du aufgeregt? Ja, und sie ist total unbequem in dieser Uniform da. Ja. Oh, kalte. Ja, mir tun die Füße weh. Ja, ei, ist das anstrengend. Oh, oi. Dennele, oi. Bist du auch so müde? Ich, ja. Ja, komm ein bisschen näher. Ich höre dich fast nicht mehr. Oi, weißt du nichts Besseres noch? Doch, ich weiss, ein besseres Spiel. Was? Eins, das nicht so anstrengend ist? Ja. Eishockey-Schiessen. Gut, Charisma, kommst du auch spielen? Ja, genau. Hoi Daniel. Hoi zusammen. Daniela hat gesagt, wir können bei dir Eishockey schiessen. Ja, aber wir wissen nicht, wie es geht. Das ist richtig. Ich würde euch das gerne erklären. Sicher? Ja, das Eishockey schiessen ist etwas ähnliches wie Boccia spielen. Ah. Aber beim Eishockey schiessen hat man statt Kugeln, hat man solche Eisstöcke. Die sehen aus wie ein Melkerstühle zum draufsitzen. Richtig. Von diesen Eisstöcken gibt es ganz verschiedene. Und zwar auf die Geschwindigkeit von denen, wo die Platten unten die Farbe entscheiden. Hier ist eine grüne und hier haben wir eine schwarze Platte. Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie schnell so einer ist, desto muss man eine andere Platte drauf tun. Aber ihr habt jetzt ganz schnell drauf, dann müsst ihr nicht so viel Kraft brauchen. Und woher rühren wir jetzt die? Die Eisstöcke müsst ihr dann von unten rauf auf ein Zentrum spielen. Und das Zentrum, das es beim Eisstock gibt, das ist eine Taube. Hast du gehört, Murmi? Eine Taube? Eine Taube kann fliegen und hat Flügel. Du erzählst ein Zeich. Nein, man sagt ihr wirklich Taube. Ohne Flügel? Und und das ist immer das Zentrum und das gibt 10 Punkte, wenn man das bereicht. Aha. Und je weiter raus, dass der Stock still steht, desto weniger Punkte gibt es. Und wenn ein anderer Stock da steht und ich den rausrühre, wie beim Boccia, ist das gut? Das ist gut, wenn man mit einer Mannschaft spielt.
Aber bei einem Zentrumsspiel, wie man es Einzelspiel macht, muss man möglichst näher ans Zentrum ran. Hast du verstanden, Daniela? Ja. Gut, Daniela. Beim Abgehen nachher müsst ihr schauen, dass ihr mit dem Fuß einen guten Stand habt. Dass ihr richtig fest auf dem Fuß steht. Und dann müsst ihr den Stock schwingen. Achtung! Und nachher ganz vorsichtig abgeben und fortschießen. Also, sind ihr bereit? Ja, ja. Dann fange ich jetzt an, hä? Ist gut. Oh, Achtung! Eins, zwei. Ui! Ui, fast! Schön daneben ist auch schön. Weite hat gestummen, aber ist neben dir. Gut, jetzt komme ich dran. Gut. Eins. Oh je, yeah. Eins, zwei. Und hopp. Hey. Zu fest. Zap. Daniela. Oh. Daniela. Morgi. Daniela. Hört vor mir! Wow! Papa! Ich kann auch nicht mehr! Nein, kommt doch jetzt, Daniela! Ui! Au! Au! Fasch! Ei, 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 ei. Und jetzt du! Jetzt du, Daniela! Möchtest du? Ich werde mich! Oh! Eins. Oh. Hopp. Ja, fast. Ui. Schon Murmi, ja. Murmi. Mir ist der Orange, der Rote. Oh, ich habe hier einen Roten. Und deinen ist dort hinten. So Murmi, bist du dort hinten? Oh, aber du hast gemurmelt. Ja, das glaube ich auch. Ein bisschen, aber festgebissen. Oh. Oh, und dann auch, schau. Oh, hey, das ist ja wirklich ein Leistungsspiel. Gell, das ist total lässig. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt ein bisschen kalt. Ja, ich auch. Wenn wir echt warm. Ja, und Durst habe ich auch. Möchtest du auch einen Punsch? Punsch, gerne, ja. Wenn wir ins Restaurant, Daniela. Ja. Hä? Also gut. Au. Hast du auch gerne warme Schokolade? Ja. Ich habe einen Juck so. Danke vielmals. Danke vielmals. Bitte. Oi, oi, oi. Ja, das ist also ich. Mir hat der Tag heute sehr gut gefallen mit dir zusammen. Mir auch. Ja. Dir hat es auch gefallen? Ja. Wann hast du den nächsten Wettkampf? In 2 Wochen. In 2 Wochen. Also toi, toi, toi. Hey, ja, wir drücken dir den Daumen. Ja, mach's gut. Wenn du es so gut gemacht machst, wie du heute nachmittags gemacht hast, dann kommt es ganz sicher gut. Ja, ja. Das war ja super gewesen. Ja, und morgen, Daniela, musst du morgen wieder in die Schule? Ja, sicher. Gehst du gerne in die Schule? Ja. Was hast du denn dort am liebsten? Rechnen. Sicher? Ja. Rechnen? Oh. 9 und schon so gut rechnen. Das ja. Also komm, jetzt machen wir mal Prost. Also, komm, Prost. So. Auf, Daniela. Ja, Prost. Prost. Tipp da. Er wohnt hoch im Berggebiet, zwischen den Gletschern innen, und hat eine schöne Höhle dort, tief im Boden drinnen. Wer schläft dort der Winter durch?